Der König und seine Jagdgesellschaft haben ihre jährliche Jagd in den nahegelegenen Wäldern veranstaltet. Dieses prestigeträchtige Ereignis wurde jedoch von einem unglücklichen Vorfall überschattet. Einer deiner Dorfbewohner wurde von einem der Männer des Königs mit einem Pfeil angeschossen, weil er ihn für ein Reh mit einem Reh verwechselt hat. Der König entschuldigte sich für das Fehlverhalten seines Begleiters und bot eine Wiedergutmachung für den Schaden an. Also, vielen Dank, mein Herr. »200 Münzen. Bolemir arbeitet 3% schlechter. Alles klar. Dafür, dass er einen Pfeil abgekriegt hat, ist das doch okay.« »Bathilda hat wieder außerhalb des Ehebetts geschlafen.« »Hm. Ich habe doch zu sehr geschnarcht. Ich war aber doch gar nicht im Wirtshaus.« So, hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer mit einem weiteren Abenteuer hier in Medieval Dynasty. Ihr könnt den Kanal gern kostenlos abonnieren, das Glöckchen aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und über ein Like oder Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. So, wir haben Herbst und wir holen uns gleich mal eine Sense und gehen aufs Feld und fangen gleich mal an, etwas Hafer zu ernten. Wer ist das hier? Wer fummelt hier rum? Ach, so eine kleine, alles klar. So, wir holen uns eine Eisensense. Eisensense. Plus noch zwei. Ach so, das haben wir ja erst umgestellt, stimmt. F, wir nehmen eine mit. F. So. Ehe die hier anfangen zu munter werden, habe ich schon fast nachher ein Feld abgeerntet. So, wo ist meine Eisensense? Die Eisensense legen wir uns auf die 3. Und los geht's. Rassi, du zeigst deinem jungen Volk mal, wie das hier geerntet wird. Da können wir uns mal wieder ein paar Landwirtschaftspunkte erarbeiten. Das tut Not. Nimmst du die Hufe weg? Mensch, du bist gleich nicht größer als ein Dackel, wenn du hier mir in der Sense läufst. Nee, das ist Weizen, was ich ernte. Ich ernte kein Hafer. Weizen ernte ich. Nee, oder das ist doch Weizen ist das. Naja, es ist schon richtig. Er hat ganz kurze Grannen. Das ist Weizen. Roggen hat überhaupt keine Grannen. So, nun geht's aber ja vorwärts. Und sind meine Leute jetzt auch schon auf Arbeit? Nö, nee, die gehen erst mal. Alles klar. So, na, ich hab doch gesagt, die hier munter werden, habe ich schon im Feld abgeerntet.
Ja, kannst du die Hacke holen, kannst das Ding düngen. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir Hafer. Jetzt haben wir noch ein bisschen Hafer weg. Ach, die laufen mir immer in die Sense. Das gibt's ja gar nicht. Die sind ein bisschen lebensmüde, sind die. Ja, die wollen bloß einen Krankenschein haben. So. So, und dann schauen wir mal, ob wir irgendwelche Quests hier bei uns im Dorf haben. Weil der Sense ist sowieso bald fertig, wie es aussieht. Na, zur Hälfte ist er schon abgenüttelt. Ich muss ja was unternehmen mit den Sensen. Die arbeiten nicht. Die haben bestimmt keine Sensen. Da muss ich mal in die Schmiede schauen. Da muss ich das auf 100% für den Moment erstmal hochsetzen. Denn das war ja ein Engpass. Das wusste man ja. Ich schaue erstmal in unsere Schmiede. Verwaltung. Also, das ist die Produktion und das war hier, glaube ich, drin. F. Holzhammer, nehmen wir raus. Machen die hier die Sensen? Jawohl, die machen die Sensen. Wir nehmen das mal alles raus. Fischersperren nehmen wir raus. Das müssen die heute mal zuschlagen. Ne, brauchen wir doch gar nicht. Fischerspeer, Eisenspitzhacke, Eisenaxt, nehmen wir mal runter, weiter runter. So, und jetzt Eisensensen, hoch bis zum letzten. So, jetzt machen sie 19 Eisensensen am Tag. Dann müsste es jetzt eigentlich dann auch vorwärts gehen hier. Schauen. So, ich muss auch, oh ja, ich bin schon ganz schön wieder vollgeladen. Also, ich werde jetzt mal ins Lager gehen und werde mal mein Zeug wegschaffen. Weizen und Hafer. So, mal schauen wir mal. Hafer 599 und Weizen 967. So, alles klar. Und meine Eisensense, die lege ich auch mal rein. Haben sie noch eine Eisensense. Ja, schauen wir mal, wie das jetzt ja gleich aussieht. Eine haben sie bloß noch drin. Also, ne, zwei haben sie hier oben drin. Also, es ist schon was dazugekommen. Also, die können ihre Arbeit machen. Meine haben sie auch noch, diese 30-prozentige. Und jetzt schauen wir mal, wir haben geerntet. Auf alle Fälle. So. Und wir schauen mal. Ah, hier wird schon fleißig gehäckelt. Ja, alles klar. Gut. Was wir für Quests haben. Zwei haben wir bei uns. Und die müssten alle beide hier drüben irgendwo sein.
nenne ich mich? Nee. Da habe ich mich ja doch getäuscht. Die sind unten. Da unten müssen die sein. Ist ja Richtung See. Alles klar. Hier ist keiner. Ist es uns? Nee, der Patrouille hat keinen. Drüben auf der anderen Seite. Das noch keiner. Der Harald hier. Das ist doch wieder so eine Rotznase, wie ich mich. Nee, das ist. Wer ist der Harald? Da dort natürlich. Ganz wie Papa, vergiss es. Kannst du gleich vergessen, mein Freund. Wie dein Mister. Ja, kann ich dich was fragen? Was denn? Ich wollte, als wäre ich erwachsen. Alles klar, das könnt ihr vergessen. Tut mir leid, aber ich habe wichtigere Sachen zu tun, wie euren Mist. Sorry, aber es ist so. So, und dann haben wir hier unten noch ein Quest. Muss hier hinten irgendwo sein, wo es in der Nähe von meiner Frau muss das sein. Hier drin. Das ist der Patilda. Der Norberta hat auch nichts. Ne, der Patilda hat kein Quest. Denn das Wetter, diese Sucherei mit den Quest, das ist so beknackt. Ehrlich, ich finde die immer nett. Ja, man sollte sich nach dem Lese-Ausrufezeichen hier oben im Kompass richten, aber da zeigt man immer irgendwelche Richtungen an. Oh, es wird wieder in der Dingshütte sein, alles klar. Das wird ein Zickenkrieg hier. Na, hier ist aber keiner. Der Samboja hat nichts und der Oswalder hat auch nichts. Was? Was war das jetzt hier? Da? Mildreda, Handwerker. Ach so. Na, da gucken wir mal in der Handwerker. Bei der Handwerker rein. Die Mildreda. Das wird ja kein. Hier ist es doch, die Mildreda. Hallo, Mildreda. Ah, ja, ja, zeig mir deine Ware. Quatsch, zeig mir deine Ware. Bogen, was willst du mit dem Bogen? Du sollst hier deine Töpfe machen und Pfannen machen und Tassen und Teller. Und nicht hier Bogen schießen. Oh, ein Rekufbogen, ist klar. Ich werde jetzt doch mal ein paar Flacher legen, hier solche Rekufbögen. So, da brauchen wir auf alle Fälle. Ein Holzstamm, 4 Leinenfäden und 3x Leder. So, gut. Dann nehmen wir jetzt gleich mal 3 Holzstämme mit. Machen wir gleich mal 3 so eine Dinger oder 4 so eine Dinger. So. Und die schaffen wir hier vor ins Lager. Oder wir lassen die hinten in der Jagdhütte in der Kiste. Da werden sie am besten aufgehoben sein. So, Holzstämme. F. Nehmen wir mal 4, alles klar. Bestätigen. 16 Leinenfäden brauchen wir da und 12x Leder. Leder. Zwölf. Bestätigen und Leinengarn. 16. Bestätigen. Alles klar. Jetzt gehen wir runter und machen uns
in der Jagdhütte diese vier Rekufböden. Was die immer alle mit dem Bogen wollen auf die Jagd gehen. Die sollen ihre Arbeit machen, wie sie's gehört. Und nicht auf die Jagd gehen wollen und Quatsch draußen im Wald rumtreiben. Viel zu gefährlich. Ja. Nee. So, was machst du die vier Böden? So, alles klar. So, wo ist jetzt wieder in der Handwerkshütte hier vorne? Hallo Mühltreter. Hier ist dein neuer Bogen. Bin recht gut darin, alles klar. Bogen. Fertsch. So, jetzt wollte ich auch die Bögen hinten lassen in der Jagdhütte, in der Kiste. Wo ist denn Ihre Kiste? Macht mal Platz, ich will an eure Kiste. Ach, da haben sie auch schon einen Rekufbogen drin. Guckt euch das an. Federn, Fleisch, Leder, Pelze. Die haben da drinnen gehortet. Und wie viel haben wir noch Kilo? Steht gar nicht. Ach, doch, die haben 99,9. Also muss ich mal was rausnehmen. Na, wie sieht's mit meinen? Ich habe 15, also nehme ich das Fleisch raus. F-E-F. So, das Leder, das kann ich nicht mehr mitnehmen. Die Pelze auch nicht. Alles klar, ich lege euch aber jetzt die drei Rekufbögen rein. Das sind 3,75 Kilo. So, wenn ich das weiß, dass hier auch einer drin ist, dann kriegt ihr das nächste Mal den 30-prozentigen. Die haben keinen Bogen, aber hier in der Kiste haben sie so rumliegen. So, alles klar, das Fleisch schaffe ich mal vor. Oder nee, das kann ich ja hinüber mitnehmen. Ich gehe mal hinüber. Nach Denika. Da haben wir zwar keinen Quest, wir haben in Jezerika, in Hornika, in Gostovia, in Borowa. Und in Rolnika haben wir auch einen Quest. Naja gut, wir gehen aber erstmal lieber nach Denika und verkaufen unser Fleisch. So, und dann nehmen wir noch etwas anderes zum Verkaufen mit. Was werden wir da wohl mitnehmen? Jawohl, ihr habt recht. Leinensamen. Da müssen wir ja schon wieder massenweise drin haben. 15.000 haben wir wieder drin, alles klar. Wir haben Leinensamen ohne Ende. Die Währung in diesem Tal hier ist Leinensamen. So, jetzt nehmen wir mal 1000 mit, alles klar, 1021. Da zählen wir gar nicht ab und wir flitzen mal rüber. Das erste Herbstgeschäft hier machen. Naja, so wackeln ganz gut hier auf den Feldern. Alles klar. Kohl kommt frischer. Der Mohn wird geerntet. Ah, jetzt kommt sie wieder. Oh ja. Es ist bald Mittag und die kommen jetzt erst hier angetreten. Na, wo willst denn du hin? Laufen wir ein bisschen langsamer. Ich will Tee trinken. So. Jetzt gehen wir mal runter gleich zur Kinga. Hallo Kinga, ich hab Fleisch für dich. How are you? Na ja, hi you. Zeig mir deine Ware. My wares never disappoint. Naja, du hast ja recht. Ja, 267 mal Fleisch habe ich für dich. Gut, nett. Und Leinensamen. Mach's gut.
So, zur Mathilda und zum Dagobert. Hallo, Mathilda. What can I do for you? Was du tun für mich kannst. Trade is in my nature. Du kannst mal meinen Leinsamen abkaufen. Tschüss, mach's gut. Farewell. So, und jetzt zum Dagobert. Und da schauen wir mal jetzt hier durch den Wald, ob sich da wieder irgendwelches Gesinde rumtreibt. Hallo Dagobert, lauf doch mal nicht weg. Zeig mir deine Ware. Ja, Leinensamen habe ich auch für dich. Du sollst nicht zu kurz kommen. Mach's gut. Farewell. So, jetzt gehen wir mal hier hinten raus. Und schauen mal, ob sich hier irgendwelches Gesinde rumtreibt. Bogen in der Hand. Halt, gucken wir gleich mal wegen meiner Eisenpfeile. So, die entsockeln wir wieder. Und den ganzen Quatsch tun wir wieder sockeln. Jetzt haben wir 48. Da haben wir doch bei den letzten Banditen 7 Stück versaubeutelt. Aber hier scheint nichts zu sein. Hier ist das Geländer. Da ist der Wagen, der umgekippte. Nö, sind keine, die sind sonst immer hier auf dem Platz. Nix. Oh, nix. So, da gehen wir doch mal hier auf die Jagd. Wir müssen doch mal wieder was jagen. Weniger Hirsche, mehr Wölfe. So, hier unten müsste man ja langsam wieder ins Wolfsgebiet kommen. Wo ist der Weg? Hier vorne. Da ist schon der erste. Oh, hier steht. Was? Nee, das ist doch ein Luchs. Kein Wolf oder ein Fuchs war das jetzt doch. Naja, die sind orange, die sind nicht richtig rot, alles klar. Die sind orange. Oh, die tun uns doch nichts. Naja, was ist, die können auch grantig werden, die kleinen Viechter. Naja, wenn sie quieken hier, wie die kleinen Kinder. Da hinten, das ist ein Wolf. Ein großer, dicker Wolf ist das. Aufpassen. Oh, da ist gleich der zweite daneben. Seht ihr das? Weg ist er. Der schlägt wieder einen Haken, jawohl. Und schon von hier, die Drecksack. Hat er das wieder gesehen? Die schlagen immer erstmal einen Haken und dann greifen sie dich an. Alte Schweinebacke. Aber nicht mit mir. So, komm, jetzt nehmen wir den auseinander hier. Das nur ein bisschen breitblättrig. Der hat mich ganz schön angeknabbert hier. Gleich 40 Punkte weg. So, wo ist der andere? Den haben wir da hinten liegen. Da muss ja aber noch ein dritter und manchmal noch ein vierter unterwegs sein. Wir schlachten den erst einmal. Wolfsfleisch. So, schauen wir mal. Mal Ausschau halten hier. Da unten ist ein Banditenlager. Das scheint aber ein leeres zu sein, oder? Sind da welche drin? War jetzt nicht hier irgendwo was Rotes? Ich sehe schon rot. Wir schleichen uns mal an das Banditenlager ran. Steigt der Feuer auf, Qualm auf.
Nee, das ist ein verlassenes Lager. Das ist ein verlassenes Lager. Naja, gibt es hier irgendwas? Hier ist erstmal eine Kupferaxt. Wir müssen aber aufpassen. Hier sind manchmal noch ein zweites Lager in der Nähe. Das ist mir jedenfalls schon so gegangen. Eine Kupferaxt. Die nehmen wir uns erstmal mit hier. Da. Eine, das ist hier hinten eine Gürteltasche. Eine Gürteltasche. Ne, den Stock will ich nicht, ich will die Gürteltasche. In das Fass gucken wir mal rein. Gift, zweimal Gift. Und ein Gift, zweimal Gift und ein Trank des schnellen Heilens. Gleich das Gegengift dazu ist auch drin. Das ist ja sehr, sehr zuvorkommend. So, haben wir denn noch was hier? Ne, sieht nicht so aus, oder? Doch, hier liegt noch ein Speer, ein Eisenspeer. Ein Eisenspeer. Und ein Geldbeutelchen. Guckt an. Hier müssen wir in die Knie gehen. Eine. Naja, sind 25 Münzen, aber besser als gar nichts. So. Mehr ist jetzt hier aber nicht. Ne. Dann könnten noch welche hier unten sich rumtreiben. Das ist die Brücke nach Tutki, oder? Ja, das ist die Tutki-Brücke. Hier drüben ist die Brücke nach Rolnica. Na, da wären ja eigentlich welche hier. Und das sind auch keine. Hier ist der Fluss. Ne, hier sind auch keine. Schade. Wir haben auch noch eine Möglichkeit, weiter vorne, am Wegrand. Da können auch noch welche sein. Beziehungsweise hier hinten treiben sich auch manchmal noch welche rum. Hier ist wieder ein umgekippter Wagen. Haben wir den schon geplündert? Nein. Eine Fackel. Gibt es denn hier noch? Nur eine Fackel. Haben wir auch, hier ist noch ein Kupferspeer. Nimm die mit. Ah, was ist, verdorben ist, das lassen wir liegen, das brauche ich nicht. Aber das werden wir mitnehmen müssen, sonst spawnt hier nichts Neues. So, und wir schauen noch mal. Da vorne ist die Insel. Da können wir auch noch mal gucken. Es ist Herbst. Kann durchaus sein, dass jetzt was dort ist. Ne, hier sind auch keine Banditen. Sieht nicht danach aus. Ne. Hier sind die Elche. Ne. Gut, wir laufen. Hier ist noch ein Wagen. Na, jetzt zweifle ich aber, ob hier irgendwo Banditen sind. Zwei Wagen hintereinander hier. Mhm. Oder ist das der Wagen, den wir gerade hatten? Nee. Nee, wir sind ja nicht. Aber den haben wir irgendwie geplündert schon. Hier ist nichts. Gut. Schauen wir mal lieber auf die Insel. Schluck trinken.
Das sieht man in der Regel auch schon von Weitem, ob da was liegt. Wenn man die Schaufel sieht. Nee, da ist wieder nichts, wie es aussieht. Nein, da liegt wieder nichts. Nee, gut. Gut. Und jetzt laufen wir nochmal am Bach nach oben ins Dorf. Denn an dem Bach entlang, dann steht auch öfters mal eine Kiste. Die Banditen hier vorne, die haben sich noch nicht wieder erholt. Das Lager, das ist leer, denke ich mir. Da wird nichts drin sein. Nö. Wenn das Lager noch da ist. Doch, es ist noch da. Das Feuer brennt noch. Das Feuer brennt noch. Das Banditenlager. So, wir gehen jetzt auf die andere Seite vom Fluss. Auf der Seite, wo wir jetzt waren, kommen nämlich die Wölfe. Die kommen aber auch manchmal auf der anderen Seite rüber. Der hier ist eine Kiste. Und eine Schaufel ist da, also haben wir auch schon was gefunden. Zweimal Kupfererz. 220 Münzen. Und natürlich nehmen wir diese. Das ist zwar bloß eine Holzschaufel, aber die nehmen wir mit. Perfekt, hat sich doch der Tag schon wieder mal gelohnt. Auch nochmal ein bisschen Beute gemacht. So, da gehen wir wieder hinten rein. Da steht denn da ein Schmold? Wer bist denn du? Hallo. 17-Jähriger, also das hast du Krach mit der Freundin oder was, dass du jetzt hier außen bist? Hm. Guck mal auf die Uhr. Es ist 8:30 Uhr. Gleich. So, wir gehen jetzt nach Hause. Den ersten. Und wer bist du, der Hubert? Willst du nicht mal ins Bett gehen? Und du, wenn dein Vater nicht die Treppe hochkommt, kommst du auch nicht hoch. Ist klar. Da steht er hier an der Treppe und kommt nicht hoch. So, alles klar. 8:20 Uhr haben wir's. Und wir gehen jetzt nach Hause und hier sitzen sie wieder auf unserer Bank. Oh, aber der Batilda ist hier. Wer ist das? Der Barnim. Willst du hier? Na ja, gut. Wir gehen jetzt rein. Oh, ich habe noch gar nichts geschenkt. Deswegen ist die vielleicht schon zu Hause. Na, kriege ich diese Jahreszeit nichts geschenkt? Wir gucken mal rein, was man ihr schenken kann. Die Flöte wollte ich ihr schenken. Jawohl. Habe ich sie denn? Habe ich sie drin, die Flöte? Ja. Wo ist denn meine Batilda? Jetzt ist sie noch nicht im Bett. Nein, wir wollen mal fix nochmal ausgehen. Wo ist sie denn jetzt hier? Es sind nun da ins Feuer gegangen. Sieht so aus. Nee. Jonny, wo ist er gegangen?
Hier sitzt. Hallo, Badilda. Was hat sie mir jetzt gegeben? Ein gebratenes Fleisch. Oh, mal keine Möhre. Romantik. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Eine Flöte. F. Mir gefällt, was ich sehe, guter Ehemann. Na, das ist doch schön. Das ist doch fein. Mach's gut, Mensch. See you soon. Ich gehe jetzt nach Hause. So. Und ich gehe jetzt zu Bett. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, meine Freunde. Alles klar, ich sage dann mal tschüss, bis zur nächsten Folge. Zumachen, Fenster zu, dass die Mücken nicht reinkommen. Feuer haben wir gemacht, alles klar. Ciao.